Jesus hat Kranke geheilt und er hat Blinde sehend gemacht, hat Verzweifelten Hoffnung gegeben, Gefangene freigesetzt, Tote auferweckt, Stürme zum Schweigen gebracht und noch vieles mehr. Und kurz bevor er die Welt verlassen hat, hat er seine Jünger zusammengesammelt und hat ihnen gesagt, einfach so raus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere tun. Und ich kann mir vorstellen, in diesem Moment, wo die Jünger in Schockstarre waren, es ihnen vielleicht ein bisschen mulmig wurde, ihre Augen sich gefunden haben und sie irgendwie die innerliche Frage hatten, Jesus, wie soll das gehen? Doch Jesus wusste, wie es geht. Ihr braucht Gott mit euch, Gott in euch. Ihr braucht die Befähigung durch den Heiligen Geist. Ihr braucht diesen Helfer, der euch alles schenkt, der euch befähigt. Und seit 2000 Jahren erleben wir, wie dieser Helfer, dieser Heilige Geist Menschen, die Jesus nachfolgt, die Jesus nachfolgen, befähigt. Und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Und da finden wir uns gerade in dieser Serie und letzte Woche haben wir gehört, wie der Heilige Geist uns grundlegend mit einer wichtigen Sache befähigt, nämlich die Stimme Gottes zu hören. Und wir haben letzte Woche eine richtig tolle, bekannte Bibelstelle angeguckt. Da sagt Jesus selber, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und wir haben uns mit diesen drei großen Wörtern kennen, hören und folgen auseinandergesetzt und bei kennen, da wissen wir, es geht um die Motivation. Suchen wir die Stimme Gottes zu hören, weil wir sie für uns wollen? Oder haben wir die Motivation dabei, ihn zu hören und ihn besser kennenzulernen? Und wenn wir hören, lernen wir zu unterscheiden, weil es gibt ja so viele Stimmen, lernen wir die Stimme Gottes daraus zu hören und folgen. Das hat tatsächlich was mit Gehorsam zu tun. Jesus redet zu uns und lädt uns damit ein, die Dinge zu tun, die er uns aufträgt. Und wir haben auch letzte Woche festgestellt, das ist tatsächlich auch ein Lebensstil, in den wir hineinwachsen dürfen, sollen, der lebensnotwendig ist wie das Atmen. Und ich hoffe, dass es so normal bei uns wird, dieses Hören und Tun, wie wir täglich atmen, wie wir andauernd atmen, dass es zu unserem Lebensstil wird. Und warum ist uns das Thema so wichtig? Wir wünschen uns, dass das Wort Gottes, sei es in der Predigt, sei es in den Liedern, sei es den Gebeten, die wir gehört haben, sei es in Geistesgaben, die hier unter uns wirken, wie beispielsweise Prophetie, egal auf welche Weise das Wort Gottes wirkt, sein Regen wirkt, dass es uns zurüstet, uns zur Reife bringt. Das ist unser Wunsch und dieser Wunsch, da haben wir nicht mit angefangen. Paulus hatte auch den Wunsch für all die Leute, die er zum Glauben gebracht hat. Auch sein Ziehsohn Timotheus, hier haben wir letztens auch eine Stelle angeguckt, da heißt es, so sieht also der Auftrag aus, schreibt er seinem Sohn Timotheus, seinem Ziehsohn, den ich dir anvertraut habe, Timotheus, mein lieber Sohn. Und dann heißt es, er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerseits über dich gemacht wurden. Und dann kommt diese Dynamik, das gestärkt durch diese Aussagen, durch Wort Gottes, das über dich ausgesprochen wurde, gestärkt durch diese Zusagen, sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Und es ist nicht selbstverständlich, das zu tun. Im Vers später heißt es, es haben einige nicht gemacht. Und was haben sie? Im Bild unseres Schiffes, sie haben Schiffbruch erlitten. Das passiert, wenn man nicht dran festhält. Wisst ihr warum? Weil Reden Gottes solche Leuchttürme auch in unserem Weg sind. Wir brauchen das Reden Gottes als Orientierung.
Und das Schöne ist, dass Gott zu uns redet, aber nicht nur zu uns, sondern wir dürfen auch die Stimme Gottes hören für andere, damit wir zu Leuchttürmen, zu Licht, im Philipperbrief heißt es mal so, Sterne in der Dunkelheit werden, damit wir Leuten Orientierung geben, damit sie Jesus begegnen und seinen Willen entdecken. Und wie das ganz einfach und praktisch funktionieren kann, die Stimme Gottes zu hören und wie das was ganz Normales ist. Andi, nimm uns doch mal in eine Begebenheit rein. Vielen Dank, jetzt bin ich schon wieder da. Es ist ganz normal, ist es auch nicht. Ich treffe mich einmal im Jahr mit einem guten Freund zum Brunchen am Flughafen, wo wir miteinander leben, teilen, uns austauschen, miteinander beten. Und normalerweise fahre ich dann mal mit der S-Bahn hin und letztes Jahr, dummerweise, weil die S-Bahn nicht ging, musste ich mit der Stadtbahn fahren. Hat ein bisschen länger gedauert und ich saß da also morgens drin, ein bisschen verschlafen noch und plötzlich fiel mein Blick auf eine Frau, die so zwei Abteil weiter vorne oder weiter hinten saß und da hatte irgendwie das Gefühl, irgendwie da ist was Besonderes gerade. Dann irgendwann mal ist die so aus ihrem Halbschlaf erwacht und hat in ihr Handy eine Sprachnachricht reingesprochen und ich habe nicht alles verstanden, weil es ein bisschen laut war in der Bahn, aber sie hat irgendwie angefangen von, ich habe nur noch mitbekriegt, ja, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll und so weiter und irgendwie, da braucht es Gottes Gnade dafür. Und dann dachte ich, oh, da spricht sogar jemand von Gott, ist ja interessant. Naja, haben wir nichts weiter gedacht. Endstation, ausgestiegen. In dem Moment, wo ich aussteigen will, höre ich die Stimme, gehe zu der Frau hin und sage ihr, dass ich da bin und dass es gut wird. Und ich dachte, wow, Jesus, was soll ich machen? Ich kann die fremde Frau da einfach auf dem Bahnsteig anschwätzen. Also hatte ich 2 Sekunden Zeit, weil die eben hinter mir dann so langsam den Bahnsteig entlang lief. Dann habe ich gedacht, okay, ich mach's. Bin also vorsichtig auf sie zugelaufen. Sie hat mich dann kurz angeguckt und schon erschrocken und gesagt, kein Problem, entschuldigen Sie nur, ich soll Ihnen von unserem Herrn Jesus sagen, er ist da und es wird gut. Und dann habe ich mich weggedreht und bin weitergelaufen und plötzlich höre ich, halt! Dann bin ich wieder umgedreht, dann kam sie auf mich zu, dann hat sie mich fest in den Arm genommen und hat gesagt, vielen, vielen Dank. Und dann bin ich gegangen und weg war ich. Und nur zur Info, das passiert mir nicht jedes Mal, wenn ich mit der Stadtbahn fahre, das war also jetzt das einmalig. Genau, vielen Dank. Okay, sehr gut. Und findet ihr das auch nicht, oder findet ihr das auch komisch, dass das im Andi nicht jeden Tag passiert? Warum erwartest du das nicht? Du solltest mehr U-Bahn fahren. Ja. Gott redet zu uns für andere Menschen. Und wir wollen heute mit euch nochmal über einen Aspekt ins Gespräch kommen, wo wir gemeinsam in unserem Miteinander auch Gott hören. Wie begegnet Gott uns in unserem Miteinander? Wie spricht er da hinein? Und was schenkt er uns da auch für Gaben füreinander, dass das passieren kann? Darüber wollen wir sprechen und das machen tatsächlich wir. Andi hat es ja schon gesagt, Christoph macht auch gleich noch einen Teil in der Predigt. Aber Gott redet in unser Miteinander hinein. Und ich dachte, ich drehe das heute mal um und erzähle euch einfach mal ein paar Beispiele, wie wir das schon erlebt haben. Während wir als Familie vor 13 Jahren in Südafrika waren, ist ja dann in uns dieser Gedanke gereift, in Deutschland eine Kirchengemeinde zu gründen. Und das, was wir aufs Herz bekommen haben, war tatsächlich, dass es hier in Stuttgart sein soll. Aber wo genau, das wussten wir nicht. Wo genau in Stuttgart wir beginnen können. Und dann fängt man verschiedene Sachen anzutun. So, ich habe angefangen, mir Überlegungen zu machen. Man überlegt ja, wo ist denn eigentlich die Uni mit ganz vielen jungen Menschen? Was liegt denn verkehrsgünstig? Wo gibt es denn wenig Gemeinden? So Überlegungen anstellen. Natürlich haben wir auch gebetet und wir hatten dieses Bild von die Herrlichkeit fließt runter, die Herrlichkeit Gottes fließt runter wie so das Wasser vom höchsten Punkt Stuttgarts in den Talkessel. Schnell mal gegoogelt. Wo ist denn der höchste Punkt? Nicht Degerloch und der Fernsehturm, sondern tatsächlich hier in Vaihingen, Bernhardshöhe. Man ist offen wie auf einmal, wie
Gott einen führt. Als wir in Südafrika waren, in der Zeit kam aus dem heiteren Himmel kam ein Anruf. Ich dachte, wer ruft mich denn jetzt an? Und hat mich ein Gründer oder der Gründer und Schulleiter von einer Doxa Deo-Schule in Südafrika angerufen und hat gesagt, hey Bastian, hör mal her, ich habe jemanden auf einer Konferenz hier in Südafrika kennengelernt, der kommt aus deiner Heimatstadt. Komm doch vorbei zum Grillen an dem Abend. Ich so, also gut, wir kommen vorbei zum Grillen. Und derjenige oder die Person, die er da kennengelernt hat, war der Gründer dieser Schule. Und heute sitzen wir da und feiern hier Gottesdienst. Hammer, oder? Wie Gott in auf unterschiedliche Wege in dieses Miteinander auch hineinspricht. Und dann zu wissen, in welchem Stadtbezirk man anfängt, ist ja die eine Sache. Aber dann sich zu fragen, ja, wo können wir uns denn treffen? Auch so unter der Woche, wo ist denn unser Standort? Wo ist diese Immobilie, wo wir sein können? Und auch hier, unseren Ort hier, 350 Meter weit weg, unseren Waldwinkel, das war tatsächlich auch Führung Gottes, wie wir den gefunden haben. Ich bin zum ersten Mal an diesem Haus vorbeigefahren in meinem Leben, weil Stau auf der Autobahn war. Und dann bin ich an diesen Kreisverkehr gefahren, habe das Haus rechts gesehen und habe noch mal eine extra Runde in diesem Kreisverkehr gedreht. Warum, weiß ich auch nicht genau. Dann bin ich, und ich war auf dem Weg zum Steuerberater, damit wir hier die Satzung für unsere Gemeinde formulieren. Einen Tag später kriege ich eine E-Mail von dem Steuerberater, der nichts wusste. Und dann stand unten, unter viele Grüße stand, PS, da gibt es ein Haus in Vaihingen. Ihr dürft mal raten, welches Haus das war. Es war das Haus. Wir sind gemeinsam in dieses Haus zum ersten Mal und haben es besichtigt. Und während wir in diesem Gebäude standen, manchmal spürt man das ja. Okay, das ist es. Das könnte passen. Und auch nachdem die Verhandlungen mit dem Verkäufer dann erstmal oder dann irgendwann die Prozesse auch gescheitert sind und wir es eigentlich nicht kaufen konnten, als wir dann gemeinsam uns versammelt haben, gebetet haben, dann hatten wir in uns diese Sicherheit, die Gott geschenkt hat, nee, Gott wird euch hier herpflanzen. Und wisst ihr, wo wir uns seit 11 Jahren treffen? 350 Meter weit hier im Waldwinkel. Und ich finde es so spannend, wie Gott uns ganz natürlich, übernatürlich führt. Ganz natürlich, übernatürlich führt, hineinredet in diese Situation. Und das nur nicht nur auf in Bezug auf unseren Weg und Entscheidungen, auch inhaltlich führt er uns. Das ist ja nicht so, wenn wir so ein Jahresthema haben wie dieses Jahr Hoffnung oder auch jetzt nächstes Jahr und die Jahre da, dass wir irgendwie mal ChatGPT fragen, was sollte unser Jahresthema sein? Sondern es ist tatsächlich ein Wochen-, monatelanger Prozess, wo wir als Leitung zusammenkommen und hinhören und fragen, Jesus, was möchtest du uns aufs Herz legen? Wir schauen ins Wort Gottes rein. Was möchtest du uns wichtig machen? Und wir tauschen uns aus, wir nehmen wahr, wir bewerten miteinander, auch mit dem Heiligen Geist. Und so kommen tatsächlich Jahresthemen zustande. Als Team, nicht irgendwie einer hat die Erleuchtung, sondern wir als Team ringen und nehmen wahr. Und wie es da auch so schön im Epheserbrief heißt, gell, dieses Haus ist gebaut auf Apostel und Propheten, Menschen, die hören, Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und auch grundsätzlich, wenn wir Entscheidungen treffen, dann ist es gemeinschaftlich, ein gemeinschaftliches Hinhören, Personen einbeziehen. Und dann treffen wir Entscheidungen, wie jetzt konkret auch so eine Sache, das wisst ihr ja, dass wir jemanden anstellen wollen für den Kinder- und Jugendbereich. Und vielen Dank auch an der Stelle für all die finanzielle Investition, die ihr da getätigt habt und euer Ja da auch zugegeben haben. Wir haben eigentlich schon fast 80% jetzt zusammen an dieser Summe, die wir da brauchen. Und wenn ihr was geben wollt, das ist möglich.
Genau, einfach unter Anstellung das einfach überweisen. Und das, was wir hier erleben, auch in unserem Miteinander, und jetzt komme ich zurück ins Wort Gottes, das ist eigentlich nur eine Fortführung von dem, was wir in der Apostelgeschichte auch schon sehen. Da wurde das Reden Gottes auch immer wieder wahrgenommen von den Menschen, die miteinander unterwegs sind oder unterwegs waren, wie Paulus und Barnabas. Die waren da in Kleinasien, also in dieser Türkei, in der heutigen Türkei, da waren die unterwegs und wollten da hingehen zu Leuten und das Wort Gottes verkündigen. Und dann heißt es da, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Und dann dachten sie, okay, wenn er uns da hindert, hinzugehen, dann gehen wir dahin. Und dann heißt es auch wieder, auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Und dann hieß es, und sie zogen dann weiter bis an diese Hafenstadt Troas. Ich war nicht dabei. Ich fände es mal spannend, irgendwann mal später Paulus zu fragen, du sag mal, wie war das denn genau? Wie hat euch der Heilige Geist geführt, euch als Gruppe? In diesem Prozess, aber dann in Troas heißt es, als er da in Troas war, Paulus hatte in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Gott redet. Und wisst ihr, was ich so erstaunlich finde, ist, was im nächsten Vers gesagt wird. Da heißt es gleich im nächsten Vers, daraufhin suchten wir. Und es ist das erste Mal, dass Lukas, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, sich mit hineinnimmt in diesen ganzen Prozess und sagt, wir haben auf dieses Wort hin, das Gott an uns gerichtet hat, haben wir darauf reagiert und sind unverzüglich. Haben wir nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien gesucht, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu gerufen hatte, den Menschen das Evangelium zu bringen. Und vielleicht nur drei kurze Beobachtungen da an dieser Stelle. Ich finde es einmal mega, wie die sich abhängig machen vom Heiligen Geist. Oder? In dem, wie sie sich haben führen lassen. Und dann redet der Heilige Geist und dann wird es kollektiv wahrgenommen. Und in Wir geformt. Und dieses Reden war tatsächlich, um über sich hinaus zu leben, jetzt dahin zu gehen und das Evangelium zu bringen. Und es war nicht das erste Mal, wie die erste Missionsreise gestartet hat, war genau das Gleiche, gell? Die Gemeinde, die hat Gott gedient, heißt es da im Fasten und Beten, und dann sagte der Heilige Geist, und jetzt sondert mir die ab, und haben sie in die Hände aufgelegt und sie sind losmarschiert. Und auch bei wegweisenden inhaltlichen Fragen, vielleicht das noch ganz kurz, bei wegweisenden inhaltlichen Fragen, da hat der Heilige Geist ihr Miteinander geleitet. Irgendwann waren die Christen oder die Gemeinde Jesu nämlich an dem Punkt, dass Menschen, die nicht jüdischer Herkunft waren, angefangen haben, an Jesus zu glauben. Nicht unbedingt eine Überraschung, wurde schon angekündigt. Für die war es doch ein bisschen eine Überraschung. Und dann war die große Frage, ja, was gilt denn jetzt für die? Müssen die das Gesetz von Mose, das, was wir da am Sinai bekommen haben, müssen die das denn halten und müssen die sich beschneiden lassen? Und es war eine riesige, richtungsweisende Frage. Und dann haben die sich zusammengefunden in Jerusalem und haben diskutiert, ganz, ganz viele Personen und Gruppen haben da miteinander gerungen. Und dann heißt es an dieser Stelle, doch dann fassten die Apostel und die Ältesten aus dieser Gemeinde im Einvernehmen mit der ganzen Gemeinde in Jerusalem den richtungsweisenden Beschluss. Ich finde es so spannend, die Apostel mit den Ältesten und dem Einvernehmen der ganzen Gemeinde, die haben was gehört, die haben was wahrgenommen in ihrem Miteinander und haben einen Beschluss gefällt und getroffen, und den haben sie dann an die Gemeinden geschrieben, und da heißt es, denn es hat dem Heiligen Geist, hört mal zu, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen oder uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Wow, und ich finde das krass, gell? Wie war das möglich? Wie war das möglich, dass so etwas passiert? Was glaubst du, warum das möglich war?
Ja, Basti, das ist eine wunderbare Studie, die man nehmen könnte, wie Entscheidungsprozesse zustande kommen. Faszinierende Aussage, wenn es heißt, es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Jetzt könnten wir da unterschiedliche Dinge drunter verstehen. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Denk mal an eine Castingshow. Da gibt es jetzt die Jurywertung, die zu 50% zählt, und das Zuschauervoting, das zu 50% zählt. Und beides zu 50% macht das Ergebnis aus. Nein, so ist es natürlich nicht. Sondern es ist viel verwobener. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns bedeutet, der Heilige Geist ist schon am Wirken, wenn wir zusammen in diesem Entscheidungsprozess sind. Und was ich auch schön finde, der Heilige Geist stellt sich auch, es gefällt ihm, wenn wir uns einig geworden sind. Er stellt sich da dazu. Ich merke das immer wieder, ich bin in verschiedenen Kirchengemeinden unterwegs und begleite auch Gemeindeleitungen. Und da kommen viele Entscheidungen zustande. Und es ist manchmal so, dass vielleicht in dem gleichen Thema in einer Kirchengemeinde eine etwas andere Entscheidung getroffen wird als in der anderen. Und die sind beide richtig. Warum? Weil die Leitung und die, die gerungen haben um Einheit, sich eins geworden sind. Und ich habe oft gemerkt, der Heilige Geist stellt sich dann, also wenn ihr euch einig seid, dann bin ich dabei. Und es ist für unser Denken manchmal gar nicht so einfach, weil wir ja so gestrickt sind. Ja, es gibt doch nur eine absolute Wahrheit in allen Detailfragen. Natürlich gibt es ein paar absolute Wahrheiten, dass Jesus der Herr ist und so weiter. Aber in der Umsetzung ist es manchmal unterschiedlich und der Heilige Geist stellt sich da zu uns. Es ist übrigens auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Eine wunderbare Segensbibelstelle, wenn Paulus schreibt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Da ist genau das gemeint, ja? Dieses Kollektive, dieses Miteinander, das ist ein Segen. Und wir dürfen uns ergänzen in unseren Persönlichkeiten, in unseren Gaben, in unseren Kompetenzen. Wir sind ja auch hier in der Gemeinde bei Doxadeus Stuttgart, kommen wir aus so vielen verschiedenen Denominationen und Hintergründen. Das ist manchmal herausfordernd, ein bunt zusammengewürfelter Haufen mit unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen. Ich möchte euch aus Epheser 4, 1 bis 5 einige Verse lesen. Da schreibt Paulus den Ephesern, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist eine ganz schön herausfordernde Aussage. Wisst ihr, was ich aus dieser Bibelstelle gelernt habe? Gott hat seinen Leib, seine Gemeinde, die Berufung gegeben, eins zu sein. Wir bemühen uns um Einheit und das ist auch gut, aber wir dürfen das mit dem Ziel tun, dass es der Wille Gottes ist, dass seine Gemeinde eins ist. Ja? Das sagt er eigentlich hier aus. Also eins sein ist keine Option, sondern der Leib Jesu ist geschaffen zur Einheit, trotz aller Unterschiede. So verstehe ich das. Und in diesem Geist sind wir, in diesem einen Geist sind wir so vielfältig. Es gibt Leute, die sagen, sei mir still mit diesem Einheitsbrei. Es gibt unterschiedliche theologische Verständnisse. Es gibt verschiedene Frömmigkeitsstile. Manche heben die Hände, manche machen es nicht. Vielleicht haben wir auch mit Einheit schmerzhafte Erfahrungen gemacht, wenn es gemenschelt hat oder wenn es manipuliert wurde und wenn es nicht aus dem Geist Gottes geboren wurde. In 1. Korinther 12 ruft uns Paulus dazu auf, unsere Einzigartigkeit, ja, uns in die Verschiedenheit der Gaben einzubringen. Da heißt es, 1. Korinther 12, 4 bis 7, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt.
Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Geist, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Mein Verdacht ist, dass Gottes Herz viel weiter ist als unseres. Wir müssen lernen, unser Herz auszudehnen, vor allem wenn wir vielleicht Menschen oder Frömmigkeitsstilen begegnen, die so gar nicht nach unserem Verständnis sind. Und es gibt einen schönen Unterschied zwischen Urteilen und Prüfen. Wenn ich etwas urteile oder beurteile, dann geht es um mich. Dann sage ich, ich habe die Wahrheit gepachtet. Und das geht gar nicht, was du sagst. Ich beanspruche dann, die Wahrheit gepachtet zu haben und werfe vielleicht dem anderen vor, er hat es nicht. Bei Prüfen ist es was anderes. Prüfen dürfen wir alle. Wir prüfen, ist es auferbauend? Wir prüfen, ist es wahrhaftig? Ist es dem Wort Gottes gemäß? Das ist etwas ganz anderes. Merkt euch den Unterschied zwischen Urteilen und Prüfen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist an der Stelle immer, in einem Gottesdienst war ein Mann hinten drin gesessen und der hatte große Probleme mit seinem Leben und er hat dann auch ein Problem mit Gott bekommen. Er hat gesagt, Gott, ich gebe dir jetzt noch eine Chance heute, sonst sage ich meinem Glauben ab und suche mir irgendwas anderes. Wenn du heute sagst, dass du mich lieb hast, diese Chance gebe ich dir. Und während dem Gottesdienst kam ein Teenager-Mädchen zum Gottesdienstleiter, zum Moderator und hat gesagt, ich habe irgendwie ein Herzklopfen und habe den Eindruck, dass ich was sagen soll. Und dann hat der Leiter des Gottesdienstes gesagt, was hast du denn auf dem Herzen? Und sie hat gesagt, ja, ich soll einfach sagen, dass Gott jemand ganz arg lieb hat. Und dann hat der Gottesdienstleiter, ist das so ins Urteilen gekommen. Puh, ist das jetzt so gewichtig? Das ist doch eigentlich jetzt nichts Neues und Teenager-Mädchen. Aber er hat empfunden, es ist gut, wenn sie das macht. Und sie hat es gemacht und ihr könnt euch das Ergebnis vorstellen. Da war jemand gehorsam, hat sich von Gott gebrauchen lassen und jemand, der hinten im Gottesdienst saß, hat genau das von Gott gehört, was er gebraucht hat. Die Wahrheit Gottes ist in sein Herz gefallen. Gott hat jemand anders gebraucht. Und schaut mal, ist es nicht ein schönes Beispiel dafür, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen und dass wir jetzt nicht beginnen zu urteilen, ob das jetzt gut oder schlecht oder was auch immer ist, sondern dass wir, das ist auch jeder hat etwas, ja, dass wir auch hier Raum geben in unserem Gottesdienst. Zum Schluss noch, dann kommt der Basti wieder, eine Erfahrung von mir als junger, unreifer Christ. Ich bin irgendwann mal gefragt worden, könntest du dir vorstellen, so Teil in der Gemeindeleitung zu sein. Da war ich noch richtig jung und das war natürlich toll und ich habe so gelernt, auf die Stimme Gottes zu hören. Und dann hatten wir eine wichtige Entscheidung zu treffen, da ging es um eine Anstellung und dann habe ich so einen Spaziergang gemacht und habe gebetet, Herr, ich möchte, dass du zu mir redest. Und dann habe ich einen Eindruck von Gott bekommen und habe gedacht, boah, das ist ja der Hammer, Gott spricht zu mir. Und dann bin ich zum nächsten Treffen dieser Leitung gegangen und gesagt, Gott hat zu mir geredet. Und das müssen wir jetzt so und so machen. Und dann habe ich erstmal gedacht, ich dachte jetzt, ich habe es jetzt total erfasst und anderen waren jetzt gar nicht so begeistert und haben nicht gleich jawohl genau gesagt, sondern die waren ein bisschen zurückhaltend und hat jeder mal so seine Meinung gesagt. Und ich musste lernen, dass ich, und das fiel mir als junger Christ echt schwer, ich dachte, sag mal, Gott hat doch geredet. Also, das ist doch jetzt die Wahrheit. Ihr müsst doch jetzt auch sagen, dass es die Wahrheit ist. War damals nicht so. Und ich musste lernen, dass wenn Gott zu mir redet und wenn ich in einer Gemeinschaft bin, dass ich immer mit dem, was ich empfangen habe, diene. Dass ich es immer auf den Tisch lege. Und dass ich auch weiß, ich habe nie die hundertprozentige Wahrheit gepachtet. Ich habe einen Teil, der kann gewichtig sein, aber die anderen dürfen das prüfen und es kommen sehr gute Entscheidungen zustande, wenn verschiedene Leute ihren Horizont und ihre Sichtweise einbringen. Und ich glaube, das ist auch gut, das habe ich damals sehr liebevoll auch von einem älteren Pastor ein Feedback bekommen, du mach mal langsam,
toll, dass du Gott hörst, aber lass die anderen auch mal, also Gott redet nicht nur durch dich, sondern auch durch andere. Und dann manchmal spüren wir, wie das so ein bisschen mit einer Rebschere wird da was abgeschnitten. Und es tut manchmal weh. Aber das ist genau der Punkt, wie der Heilige Geist in Gemeinschaft redet. Er redet zu vielen. Er gebraucht viele in unterschiedlichen Gaben. Und die Aufgabe ist es, dass wir das, was wir empfangen, dass wir mutig sind, es einzubringen, wie dieses Teenager-Mädchen, aber dass wir es immer mit einem dienenden Herzen machen und zu sagen, das, was ich empfangen habe, das lege ich jetzt auf den Tisch. Und dann legen andere Dinge auch Dinge auf den Tisch. So war es wahrscheinlich in Apostelgeschichte 15. Und als alles auf dem Tisch war, haben sie dann gesagt, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Also man kann applaudieren auch hier im Chicago. Genau, wir haben gerade, hier hat der Christoph diese Folie hinter uns, wo er sagt, es gibt verschiedene Gaben und eine Gabe ist auch Gottes Stimme zu hören, dieses prophetische Hören. Ich habe da euch, weil es im Vers 8 weitergeht, mal kurz alle Gaben aufgelistet, die der Paulus hier im Korintherbrief auch aufschreibt. Das ist ja keine fertige Liste, gell? Die finden wir Gaben ja auch noch woanders in der Bibel, aber es ist mal gut, auch sowas anzugucken und sich zu fragen, ja, welche Gabe habe ich denn? Das ist eine gute Frage. Eine andere Frage, die mindestens genauso gut ist, ist, welche Gabe habe ich denn nicht? Weil das lädt ein zur Ergänzung. Und ich kann dir sagen, die meisten Gaben hast du nicht. Also du brauchst wirklich Ergänzung. Wir brauchen Ergänzung in unserem Leben. Und das Coole ist, wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dann beschreibt die Apostelgeschichte, wie diese Gaben angewendet werden und was so eine Frucht auch entsteht, nämlich Reife und Wachstum und Leute kommen voran im Glauben. Und es ist schön, dass wir diese Beschreibungen haben. Aber ich bin richtig froh, dass wir nicht nur die Apostelgeschichte haben, sondern zusätzlich auch die Briefe von Paulus, wo er manche Dinge auch erklärt zu dem rechten Gebrauch von Gaben. Und gerade in diesem Brief hier, 1. Korinther, da erklärt er den Korinthern, hey, so geht ihr mit diesen Gaben auch um, die ich hier aufgelistet habe. Und ich glaube, das kann auch hilfreich sein für uns als Gemeinde, wie wir mit den Gaben umgehen. Paulus schreibt den Umgang, also wie wir damit umgehen, da schreibt er ein ganzes Kapitel. Oder wir haben es eingeteilt in Kapitel, das sind 40 Verse. Habt ihr heute Nachmittag noch was vor? Okay, lasst mich euch 4 Verse kurz rausgreifen noch, ganz kurz rausgreifen, die den Herzschlag vermitteln, der wichtig ist, wenn wir Gaben auch in einem Miteinander, auch in einem kollektiven oder Gottesdienst miteinander, wie wir damit umgehen. Das erste ist, erster Vers, gleich der erste, Paulus beginnt nämlich und sagt, das soll also euer Ziel sein. Was soll unser Ziel sein? Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das ist das Erste. Liebe soll der Antrieb sein, der hinter jeder Gabe steckt. Nicht Selbstdarstellung, nicht Abhängigkeiten erzeugen, nicht Macht ausüben. Wenn wir das tun, dann haben wir was nicht verstanden. Die Liebe Gottes ist unsere Motivation. Dann geht's weiter. Da heißt es, bemüht euch aber auch um die Gaben, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Sich ausstrecken nach den Gaben. Nach allen denen, die wir gerade auch in der Liste hatten. Nach all denen dürfen wir uns ausstrecken. Keine von den Gaben, sagt Paulus, nee, die gehören nicht in Gottesdienst. Die stören richtig. Er beschreibt mal eine Gabe, die manchmal für Verwirrung sorgt. Wenn Menschen in anderen Sprachen reden, dass man, wie ist das jetzt hier zu verstehen? Und Paulus ordnet das, aber sagt gleichzeitig aus, hey, wir sollen uns danach ausstrecken. Wir sollen das auch nicht Leuten verbieten, das zu tun. Und dann, das war das Zweite, und dann geht Paulus weiter und sagt, hey, und wenn ich das sage, dass ihr euch nach den Gaben ausstrecken sollt, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Und wir sehen das in seinem Kapitel, wie er sagt, das ist erstrebenswert. Warum? Weil es ermutigt, weil es erbaut, weil es tröstet, weil es uns lehrt, weil es der ganzen Gemeinde dient, wenn wir prophetische Rede haben. Und für uns als Doxa
wenn wir uns hier in einem Gottesdienst versammeln, merkt ihr, dass für uns gibt es wichtige Elemente. Ein wichtiges Element ist Lobpreis, ein wichtiges Element ist die Predigt, ein wichtiges Element ist das Gebet, ein wichtiges Element ist die Gemeinschaft, auch in Form von Abendmahl. Auftrag, das zu tun, und aber auch Raum für die Geistesgaben, die zu schaffen. Da heißt es nämlich auch im Vers 26, das ist der zweite Punkt, oder zweite Vers, es steht jedem frei, etwas beizutragen. Und dann listet Paulus auf ein Lied und das und das und das könnt ihr beitragen. Und dann finde ich aber etwas ganz Wichtiges, was er sagt. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Für ihren Glauben haben, einen Gewinn. Und ich finde es bemerkenswert, wie Paulus immer wieder auf diese Herzenhaltung zu sprechen kommt, wenn wir Gaben, wenn es ums Thema Gaben kommt. Und dann finde ich es auch so spannend, wie er sagt, Propheten, in Vers 32, Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang. Das ist gut übersetzt, oder? Propheten stehen nämlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Die müssen es nicht. Braucht so halt Reife dann. Also sagen, hey, ich nehme mich zurück, ich ordne mich ein, ich wahre Frieden. Also es sind so viele Sachen, die viel wichtiger sind, als das jetzt weiterzugeben, was Gott gesagt hat. Und das ist Paulus so wichtig, und das ist der vierte Punkt oder der vierte Vers, dass er am Ende von diesem Kapitel sagt, sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Wie auch immer das in der jeweiligen Kultur aussieht, was korrekt und ordentlich ist. Aber das ist für uns dieser Auftrag, auch als Leiter für ein Umfeld zu sorgen, in dem wir alle die Freiheit haben, uns vom Heiligen Geist inspirieren zu lassen und in einer geordneten Weise auch das einzubringen. Damit die Gaben, die Gott uns geschenkt hat hier in unserem Miteinander, zum Dienst aneinander kommen, damit das geschieht, warum wir die Gaben auch haben. Das ist unser Auftrag. Und wir haben die Gepflogenheit, Christoph hat es schon einfließen lassen, dass wir nicht einfach auf die Bühne stürmen und das Mikro nehmen und jetzt reden, sondern man kann tatsächlich auch im Vorfeld kommen. Das ist vielleicht auch so eine Neuentdeckung ja für manche, dass der Heilige Geist auch schon Wochen vorher reden kann, bevor irgendwas stattfindet. Es kann Wochen vorher reden. Und auch wenn wir hier im Gottesdienst zusammen sind, dann ja, kommt einfach auf die, den Moderator zu und teilt ihm mit, was ihr beitragen möchtet. Es gibt so viele Gründe, so viele gute Gründe, in den Gaben zu wachsen. In den Gaben zu wachsen und in deren Gebrauch. Und vielleicht vier Dinge, die uns helfen, aufgrund dessen, was wir gerade gelesen haben, in den Gaben zu wachsen. Es geht einmal um die Motivation, sich wirklich von der Liebe bestimmen zu lassen. Und das sollte auch der Grund sein, warum ich mich ausstrecke. Nicht, weil ich eine Gabe haben will für mich, sondern weil ich jemand anders in Liebe dienen will. Deshalb strecke ich mich aus nach Gaben. Und wachsen, deshalb habe ich das vorher auch gesagt, kommst du, also das ist eine kleine Frage, kommst du morgens in den Gottesdienst mit der Erwartung, dass Gott zu dir reden kann für uns alle? Ist das ein wünschenswerter Gedanke, diese Bereitschaft zu haben, das zu erwarten? Ich bin hier ein wichtiger Teil von diesem Organismus, möchte mich einbringen, wie kann ich das tun? Und einfach ausprobieren, das ist auch so ein ganz wesentlicher Punkt. Genau, Christoph hat gesagt, wir sind alle unterschiedlich von unseren Hintergründen. Und ich möchte euch einladen, einfach, egal ob ihr viele Erfahrungen habt, ob ihr ein ungeschriebenes Blatt seid, euch einladen, einfach auf den Heiligen Geist einzulassen, auf seine Befähigung. Vielleicht bist du ein bisschen kritisch. Gut. Und gleichzeitig möchte ich dich fragen, willst du bereit sein, dich auf das einzulassen, was Paulus uns hier in der Bibel beschreibt? Vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht, Manipulation erlebt, auch in diesem Thema. Und das kommt vor, das ist häufig schon vorgekommen. Und wenn das dich betrifft, dann möchte ich dir sagen, das tut mir leid, dass du das erleben musstest.
Und gleichzeitig möchte ich dich aber einladen, dein Herz nicht vor diesen Dingen zu verschließen, sondern zu erlauben, dass Gott auch was Heilsames hier schenken kann. Vielleicht denkst du, Mensch, das sitzt hier jetzt neu drin und das ist ja ein cooles Thema. Und bist neugierig, dann sage ich, ja, cool, entdecke mit uns, was Gott da hat. Und vielleicht sagst du, das war jetzt mal wieder eine gute Erinnerung, bin da schon erfahren. Dann möchte ich dir sagen, bleib dran, werd nicht nachlässig und nimm Menschen, die neugierig sind, die da lernen wollen, einfach mit auf die Reise und bring dich da ein. Nach den Sommerferien wollen wir nochmal uns Zeit nehmen, über den Heiligen Geist, über die Befähigung zu reden. Und wir haben viele Sachen ja nicht behandelt, weil es ja so groß ist. Aber wenn du Themen hast und Fragen hast, dann lass es uns wissen, sagst deinem Gemeinschaftsgruppenleiter oder uns direkt. Und dann bauen wir die Serie, die nach den Sommerferien kommt, miteinander. Paulus sagt, bemüht euch, streckt euch aus nach diesen Gaben. Und das wollen wir jetzt einfach miteinander tun. Gell? Die Band kommt jetzt auch nochmal hoch und wir wollen uns einfach nochmal Zeit nehmen, nachdem allem, was wir gehört haben, wie der Heilige Geist uns befähigt, reden möchte in unserem Miteinander, uns befähigen möchte durch Gaben, möchte ich dich einladen, einfach dir zu überlegen, möchte ich das? Möchte ich mich ausstrecken? Weiter ausstrecken? Da wirklich in die Tiefe auch zu kommen, du persönlich? Und gleichzeitig ist so die andere Frage, gell, möchten wir uns als Gemeinde nach Gaben ausstrecken? Vielleicht auch noch nach Gaben, die hier noch gar nicht so stark repräsentiert sind. Möchten wir uns ausstrecken und da in die Weite kommen? Also herzliche Einladung, jetzt einfach mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Jesus, was hast du da für mich? Und wir glauben, dass Gott redet, so wie er das in seiner Geschichte mit den Menschen, wir lesen es in der Apostelgeschichte, sie dienten Gott, sie haben gesungen miteinander, gebetet und dann hat Gott geredet. Ausstrecken nach Gaben finde ich auch so spannend, wo Paulus einmal Timotheus sagt, hey, die Gabe damals, erinnerst du dich noch an diese Gabe, die dir unter Handauflegung, wo was passiert ist in deinem Leben? Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ich möchte nicht aus Selbstdarstellung, sondern aus Liebe zu diesem Leib, aus Liebe zu anderen Menschen, möchte ich mich ausstrecken auch nach Gaben, dann möchte ich dich einladen, nach hinten zu gehen. Hinten das Gebetsteam und die werden einfach für dich beten. Einfach für dich beten. Und dann glauben wir, dass Gott gerne gibt. Dass Gott gerne gibt. Und wenn du auch sonst irgendwie ein Anliegen hast, wo dir andere Menschen dienen dürfen, mit Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Hinten sind Menschen für dich, die für dich beten wollen. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir uns einfach öffnen für das Reden Gottes, für sein Handeln und uns nach ihm ausstrecken.